Hallo, guten Tag und Dobar Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Gleich gibt's natürlich wieder einen Vega Gameplay. Die Devs von Vega haben einen Fragebogen rausgegeben. Man konnte bei so einer Umfrage mitmachen. Fragebogen, wie das klingt. Die haben online eine Umfrage gestartet und man konnte mitmachen. Jeder oder jede, die mitgemacht hat, konnte dort auch etwas sozusagen gewinnen. Alle haben am Ende etwas bekommen, nämlich einen Handschuh und einen neuen Skin im Tomatenlook. Und er sieht ja sowas von, ja, wie soll man sagen, speziell aus, dass das auf jeden Fall nicht unbedingt ein Outfit ist, vor allen Dingen nicht kombiniert mit der Tomaten-Cap, die ich noch besitze, und der Tomaten-Sturmhaube. Wirkt es dann doch ein wenig seltsam, damit unterwegs zu sein. Aber ich habe mir gedacht, eine Runde muss ich auf jeden Fall damit spielen, weil es ja eben das Geschenk war, was wir bekommen haben, wenn wir zahlreich an dieser Umfrage teilnehmen. In der Umfrage ging es hauptsächlich darum, wie finden wir gerade das Spiel, was finden wir gut, was finden wir nicht gut, was finden wir, sollte mehr oder besser im Spiel funktionieren und so weiter und so fort und was eben nicht so. Was sollte vielleicht, LMGs sollten genervt werden, was sollte vielleicht sonst noch so verändert werden. Das war alles so in der Umfrage gefragt, ich habe das alles angeklickt, hat ungefähr 10 Minuten gedauert und dafür gibt es jetzt diesen tollen Skin. Ja, vielen Dank. Eine Runde gibt es jetzt damit zu sehen. Denn im Livestream hatte ich den angezogen, weil ich euch zeigen wollte, dass ich den jetzt durch die Umfrage bekommen habe. Dann lief die Runde aber nicht so gut, aber nach dem Livestream habe ich noch eine gezockt. Hier ist die Runde, die Killer-Tomate, die Attacke der Killer-Tomate. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo und jetzt, let's go! Okay. Jo, was machen wir denn mal? Das ist schon interessant, was machen wir denn mal? Die Spots sind alle verteilt. Oh Mann, da hat jemand das gemacht, was mir auch manchmal passiert. Er hat statt die Panzerplatte reinzuballern einfach mal geschossen, denke ich. Da gespawnt sein. Vielleicht ist er auf dem Damm. Nee, krass. Hinter mir am Wasserzulauf? What the? Okay, aber hier kam noch der Schuss her. Was ist passiert? Okay, dann probieren wir unser Glück nochmal schnell hier. Schade. Diese Pilze, ne? Die sind ja auch noch nicht so lange im Spiel. Ich glaube, die haben was mit dem Tapes zu tun, denn die suchen nach einem Mittel gegen die Strahlung in der Geschichte von Vega und irgendwie soll das aus Pilzen hergestellt werden, das Mittel. Und seit ein paar Seasons sind auf einmal die Pilze da und leuchten so. Eventuell hat das was damit zu tun. Autsch. Ich denke, jemand ist dann jetzt im Wasserlabor. Wo sind denn alle? Hm.
shit. Da war ja schon die Tür offen. Aber hier ist keiner. Hier direkt im Labor, im Wasserlabor nicht. Okay. Dann schnappen wir uns. Oh. Roter Airdrop liegt hier. Krass. Kompstation ist hier oben. Können wir aber machen. Wir packen den ein und rennen dahin. No risk, no fun. Ich hatte ja sowieso als Aufgabe, das Ding zu finden, also gar nicht schlecht. Ist auch eine hier vorne drin? Nee, 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 nur oben auf dem Damm. Wir müssen da hoch. Da ist ja kein Thema. Die rote Tomate mit der roten Kiste und dem Secret Airdrop unterwegs zur Kommstation. Mal sehen. Ich muss da jetzt aber auch schnell hin. Ich hoffe, dass da niemand ist. Weiß man natürlich nicht, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, als diesen Move jetzt durchzuziehen. Raus will ich noch nicht. Ich sterbe oder ich lebe, aber ich gehe nicht raus. Sehr gut. Sehr gut. Und wir sind unsichtbar. Let's go. Let's go. Sehr geil. Wurde hier gerade. Hat hier gerade der Tresor geklingelt? Ja, ja, ja. Jemand ist hier unten. Your jammer jammed near the Outlander. Okay, der ist jetzt aber. Der Jammer steht doch hier irgendwo. Im Wasserlabor. Dann ist da jetzt jemand hingegangen, okay? Das zeigt er mir sogar auch noch an, wenn ich da schon längst nicht mehr drin bin. Das ist ja cool. Wenn ich nachträglich jetzt radioaktiv einschalte, werde ich auch verstrahlt. Wir probieren es aus. Nein, ich dachte gerade, das Geräusch ist da, aber es ist nur das Bestätigungsgeräusch, die Aktion ausgewählt zu haben. Ja, Jammer, Jam, Nearby Outlander. Ich denke, im Wasserlabor ist gerade richtig was los, oder? Da sind... Entweder ist einer rein und raus. Yes! Das ist hundertprozentig der mit dem Tresor. Let's go! Geil. Auch noch abgezogen. Warte, wir müssen kurz... Wir müssen... Hier können wir... Hier können wir runter. Hier ist eine Treppe. Perfekt. Boah, das ist schön. Da hat er alles, was ich will. Wahnsinn. Alles, was ich will und noch viel mehr. Wir müssen mal ganz kurz Loot-Management hier in aller Ruhe betreiben. Die Killer-Tomate hat zugeschlagen. Sehr nice. Wir laden einmal das Gewehr durch. Schade, dass wir nicht den Tomaten-Skin jetzt da drauf haben. Den habe ich eigentlich ausgewählt, aber wir können im Spiel nur den Skin weiter nutzen, den der oder die Gegnerin hatte, deswegen. Sonst wäre das jetzt auch noch eine Tomate. Die Waffe, die H-Bar, naja. Okay. Wir packen noch ein, die Chemikalien. Wir wollen eigentlich alles diese coolen Sachen haben. Dann löschen wir noch ein Stack von der Munition. Ja. Schmeißen wir nämlich noch raus und nehmen noch das Glas mit. Und die Nägel können wir löschen, die neuen, das sind mir zu wenig dafür, die Handgranate. Dann können wir den Verband rauslöschen und noch das Benzin mitnehmen. Ja, das ist gut. Den Dünger würde ich eigentlich auch gern einpacken. Deswegen stellen wir hier noch kurz einen Sender hin. Na, erstmal pingen wir mal. Wo ist eigentlich der nächste? Im Exit. Okay.
Okay. Wenn sich niemand über meinen, oder über einen, nicht über meinen, aber über einen Signalstörer versteckt, dann... Das Exit ist eh immer mies, mies. Okay, wir haben jetzt nochmal Platz für den Dünger. Und wir können noch diese eine Sicherung rausschmeißen. Dafür nehmen wir noch das mit. Coole Sache, so. Ja, schöner Move, hier reinzugehen. Aber jetzt wollen wir hier auch wieder raus. Und ich hoffe, es hat sich keiner versteckt hier. Von den großen Abwurf, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ja einen Abwurf. Was ist eigentlich mit dem Behälter? Lass uns mal kurz auf den Behälter schauen. Wir haben ja einen Scope auf der H-Bar. Der Behälter ist offen. Das sehen wir auch ohne Scope. Okay, da war schon jemand. Na gut, dann ist der jetzt also auch uninteressant. Wir können mal versuchen bei Biff vorbei und da können wir pingen, ob der Abwurf vielleicht sogar niemanden mehr interessiert und dann können wir vielleicht übers Exit raus. Jemand ist, aha, jemand ist am Signaldetektor. Hier habe ich ja meinen Ping hingestellt. Jetzt denkt jemand, hier sind noch zwei. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Könnte natürlich jemanden motivieren, herzukommen, um zu pushen. Ja. Könnte aber natürlich auch bedeuten, jemand hält sich von diesem Spot hier fern. Wir packen auf jeden Fall noch die Shams ein. So viel zumindest wie reingeht. Jo. Wir können auch ruhig noch einen Waffenslot voll machen. Kein Problem, auch wenn es nur so eine Waffe ist. Egal. Mitnehmen können wir das. Ja, ich würde schon gerne nochmal bei Biff vorbeischauen. Vielleicht war da wirklich niemand. Vielleicht ist da sogar noch jemand und versteckt sich. Ich weiß nicht, glaube aber nicht. Was ist mit dem vom Signaldetektor? Was ist das für einer oder eine? Ich sollte jetzt mal pingen. Ich sollte mir auf jeden Fall... Ich sollte mir einen Überblick verschaffen, was ich jetzt hier noch mache. Aber ich könnte erstmal ruhig ins Haus gehen. Ja, ich könnte mal schauen, ob hier bei Biff noch was zu holen ist, aber bevor es hier eine böse Überraschung gibt, wir pingen. Jemand ist direkt am Abwurf, aber so direkt, das ist ja stark. Das ist ja wirklich stark. Kriegen wir vom Dach aus eine View auf den Abwurf? Wahrscheinlich nicht, ne? Der ist da ganz hinten am Ende des Felds. Aber wie weit ist... Vielleicht da so? Er müsste eigentlich genau... Laut Kompass genau da irgendwo liegen. Wir können es mal so probieren. Ich probiere es einfach mal. Ich sehe ihn aber auch nicht. Wo ist der denn? Keine Hits. Es war vielleicht auch zu weit. Oder zu nah. Okay, ein Versuch war es wert. Wir gucken hier nochmal schnell nach Loot. Ich muss eigentlich nur warten, bis jemand sich den Abwurf holt und dann rausgeht. Also bis der Camper sich den Abwurf holt. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verschreckt oder so. Dass er jetzt noch ewig ausharrt. Aber gut, wir können mitwarten. Wir haben 3 Jod. Wir haben die Zeit. Hier ist leider keine blaue Box. Was schade ist, aber ist da in dem Ding noch eine drin vielleicht? Nee, auch nicht. Lass uns mal einen
Lass doch mal hinten rumgehen. Kein Bock jetzt drauf zu gehen, weil der mich irgendwie sieht, wenn der da liegt. Und ich bin halt eine Tomate, ne? Deswegen ein bisschen aufpassen sollten wir schon. Und jetzt das Loot sicher zum Exit bringen. Schon mal eine Jod rein, damit wir jetzt hier nicht ewig schon viel von der Energie verlieren. Die ist ja schon fast auf 70, aber ich würde sagen, die ist bei 70%. Das ist schon echt nicht schön. Wir haben ja auch noch einen Mörser, okay. Wenn er sich den Abwurf holt, sehe ich ihn aber auch gar nicht rauslaufen, weil er dann ja auch Tarnfeld drauf hat, deswegen... Vielleicht ist er auch schon raus, vielleicht hat er das sein lassen, mal gucken. Strahlung haut ja doch schon ganz schön rein hier. Ich kann den Abwurf immer noch nicht erkennen. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der denn? Ich weiß es nicht. Wir laufen zum Exit. Ich würde sagen, hier ist keiner mehr. Ich würde so gerne einmal den Abwurf sehen. Ja. Dann hat ihn sich jemand nicht geholt. Okay. Schade, dass wir nicht noch einen zweiten einpacken können. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem jetzt mal ganz zufrieden und raus aus der Partie. Ciao. Wir haben uns auf jeden Fall den Abwurf erbeutet und es war schon richtig, nicht rauszugehen, auch noch den Tresor weggeklaut. Na, hat Spaß gemacht. Wir machen natürlich den Airdrop auch direkt noch auf. Und hier ist der Airdrop. Ja, sehr gut. 350 Metallteile. Her damit! Sehr cool. Hier seht ihr übrigens auch meinen Skin, den ich vorhin erwähnt habe im Gameplay. Den Tomatenskin auf der H-Bar. Und ansonsten dieses gesamte Outfit, ja, durch die Umfrage bekommen. Nicht das gesamte, sondern die Jacke und die Handschuhe, die Cap und die Sturmhaube, die hatte ich schon vorher. Die gab es, glaube ich, auch schon mal als Belohnung für irgendwas. Es ist sehr wild, es ist sehr hässlich, muss man sagen. Aber wir haben erfolgreich eine Runde damit gespielt und da bin ich doch sehr froh. Wie fandet ihr den Angriff der Killer-Tomate? Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.